Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie SVW in Wiesbaden gegen 1. FC Magdeburg. Herzlichen Glückwunsch an unsere Gäste zu diesem Sieg und herzlich willkommen auch Jens Hertel und natürlich auch herzlich willkommen Rüdiger Rehm. Und ich bitte Herrn Hertel um seinen Kommentar. Ja, wir sind natürlich hochzufrieden. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollten hier diesen Dreier landen, dass es ein schweres Stück Arbeit wird. Das war uns im Vorhinein bewusst. Ich denke, wir sind gut reingekommen, hatten eigentlich gut Kontrolle in diesem Spiel. Leider haben wir in der ersten Halbzeit die Situation, die wir nach vorne hatten, nicht gut ausgespielt. Da ist der letzte Pass leider nicht gekommen. So haben wir ein paar Situationen liegen lassen. Nach hinten haben wir wenig zugelassen. Zwei Situationen hatte dann wie in Wiesbaden. Das brauchst du dann, wenn du so ein Spiel gewinnen willst, dass diese Situationen dann auch mal geklärt werden oder dass der Gegner dann die nicht eiskalt reinmacht. Mussten halt immer aufpassen auf das Umschalten. Das haben wir über große Phasen eigentlich gut verteidigt. Zu der Halbzeit dann besser gemacht und zielstrebiger und klarer gespielt, auch nach vorne die zwei Tore gemacht und ein bisschen uns gesuhlt in dem Erfolg und ein bisschen nicht ganz wach gewesen. Und dann kriegst du direkt den Anschluss und dann waren es natürlich eine lange Viertelstunde, wo wir dann auch ein bisschen leiden mussten, aber alles reingeschmissen haben, um diesen Dreier nach Hause zu bringen. Und ich denke, wenn man das ganze Spiel nimmt, ist es nicht unverdient, dass wir hier als Sieger vom Platz gehen, auch wenn am Ende immer ein Stück Glück mit dazu gehört. Danke. Vielen Dank, Herr Hertel. Rüdiger, dein Kommentar bitte. Ja, erstmal Glückwunsch nach Magdeburg für ein heißes Spiel, ein sehr intensives Spiel. Ja, ich kann meiner Mannschaft auch keinen Vorwurf machen. So wie es Jens seine erste Halbzeit gesehen hat, habe ich unsere erste Halbzeit auch gesehen. Die Präzision, die letzte Präzision in die Spitze hat ein bisschen gefehlt, aber defensiv haben wir eigentlich nicht viel zugelassen. Ja, wir waren immer wieder dran, hatten dann, glaube ich, die beste Chance, denke ich, wo Max Dittgen den Ball klaut und wir eigentlich das leere Tor vor Augen haben und spielen aber den Ball in die Mitte oder flanken nochmal. Unsere Entscheidungsfindung war in der ersten Halbzeit leider nicht perfekt. Ja, wenn wir den Pass hätten spielen sollen, dann haben wir geschossen und wenn wir geschossen haben, dann hätten wir vielleicht auch den Pass, nee, warum war es? Wenn wir den Pass spielen hätten sollen, dann haben wir geschossen und wenn wir geschossen haben, hätten wir vielleicht den Pass spielen sollen. Summa summarum haben wir dann eine Viertelstunde gepennt, beziehungsweise war der Gegner eine Viertelstunde besser als wir, präziser als wir. Und diese Viertelstunde reicht eben dem 1. FC Magdeburg aus, um dann auch auf die Siegerstraße zu kommen. Die Präzision der Flanke von Kostli, das alleinige Stehen von Beck dann im Zentrum, die Verlagerung, die wir nicht verhindern konnten, das war einfach sehr, sehr gut gespielt. Und der Konter dann auch da sehr, sehr viel Präzision, sehr, sehr viel Tempo drin zum 2-0. Was meine Mannschaft dann die letzten 20, 25 Minuten noch abgeliefert hat, war großer Sport wieder, alles wieder reingeworfen, nochmal Vollgas gegeben. Ich glaube auch, dass wir den Ausgleich hätten verdient gehabt. Das Spiel hätte es auch hergegeben, ein Unentschieden. Ja, ich glaube, beide Mannschaften haben alles gegeben, haben alles reingehauen. Die Mannschaft, die insgesamt ein Tick weiter ist, ja, was die Präzision angeht, was die Zweikampfhärte angeht, was vielleicht auch die Cleverness angeht, einfach mal einen Foul zu machen im Mittelfeld, wo wir den Gegner durchlaufen lassen. Die hat gewonnen und deswegen ist eben auch der FC Magdeburg ein Stück weit über uns, die letzten drei Jahre hervorragend entwickelt. Und jetzt geht es eben darum, für uns, wir haben noch vier Spiele und wir werden alles dafür tun. Wir werden aufstehen, wir werden kämpfen, wir werden kratzen, wir werden beißen, auch wenn wir heute brutal enttäuscht sind. Aber nächsten Samstag in Rostock werden wir versuchen, die nächsten drei Punkte, um diese zu kämpfen. Und es sind noch vier Spiele. Die Mannschaft hat, so wie sie heute aufgetreten ist, gezeigt, dass sie unbedingt will, dass sie bereit ist und dass sie versucht, die nächsten Spiele so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Dann schauen wir, was dann am Ende rauskommt. Aber so wie wir heute aufgetreten sind, kann ich zufrieden sein. Und wie gesagt, Glückwunsch nach Magdeburg. Vielen Dank, Rüdiger. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann reichen wir ein Mikrofon. Anfang der Hertel, es gab den Wechsel im Tor. Warum? Und wie haben Sie die Leistung von Alex Bruns gesehen? Also der Wechsel war verletzungsbedingt. Jan Klinker hat ja schon im letzten Spiel Probleme mit der Achillessehne. Und wir haben ihn eigentlich rausgenommen. Sah eigentlich ganz gut aus. Hat ein bisschen individuell trainiert. Und vorletzte Trainingseinheit hat er mitgemacht. Und in der letzten hat er dann gesagt, das geht nicht. Und da mussten wir dann halt wechseln und haben uns dann für Alex Bruns entschieden. Das Spiel in Halle, das Pokalspiel, was ja auch ein Drittligaspiel ist, wenn man so will, hat er gut gemacht, hat zu Null gehalten. Und
Ja, also er hat gute Aktionen gehabt, aber natürlich auch die eine oder andere Situation, die er besser lösen kann. Aber das ist ein Prozess, das ist ein junger Spieler, der jetzt das erste Mal in der dritten Liga spielt, in einem Spiel, wo es um so viel geht, dass da nicht alles glatt läuft, das ist klar. Von der Seite, ich bin zufrieden. Wahrscheinlich hätten wir anders gesprochen, wenn wir hier noch irgendwas hergegeben hätten, aber so kann man sagen, Ende gut, alles gut. Alex Licht, Telekom Sport. Als Sie die Aufstellung gesehen haben beim Gegner, dass Darms, Ruprecht und Moggenhaupt spielen, haben Sie damit gerechnet, dass dann defensiv eine Fünferkette steht gegen Sie? Haben Sie nochmal irgendwie reagiert? Ich habe das jetzt nicht so gesehen, dass das dann so eine Fünferkette war. Also Darms hat schon aus meiner Sicht schon eher im Mittelfeld gespielt und es waren halt die Viererkette mit Moggenhaupt und Ruprecht und die Außenverteidiger. Die haben natürlich extrem durchgeschoben. Wir wollten halt immer über unsere äußeren Mittelfeldspieler eigentlich das Spiel entwickeln, weil die offensiven Außen, die jetzt diesmal ja mit drei Stürmern gespielt haben, wenn ich es richtig gesehen habe, das war dann schon immer so eine Balance. Aber im Moment sind wir halt so in einem guten Verfassung, dass wir auch teilweise Mann gegen Mann spielen können und eben nicht groß drüber nachdenken müssen. Es gibt mal andere Phasen der Saison, wo man dann natürlich Probleme kriegt, aber das haben wir insgesamt ja auch gut verteidigt, denke ich. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, da die Kollegen da unten stehen, stelle ich einfach noch eine Frage, die für die Mitte, die sich interessiert. Jetzt Dienstag geht es weiter gegen Jena, dann das Heimspiel gegen Köln. Was fehlt denn jetzt noch zum Aufstieg? Es fehlen noch ein paar Punkte und Jena, die haben erst 12 Spiele zu Hause verloren, den Rest haben sie unentschieden oder gewonnen und gegen uns spielen immer alle gern, viele Zuschauer, es ist ein Ostderby. Also da schenkt uns niemand was. Das heißt, wir brauchen noch Punkte und wir müssen halt gut regenerieren. Das Spiel hat unheimlich viel Kraft gekostet, der Boden tief. Und das wird auf dem Plan stehen. Wir haben noch nichts erreicht und so gehen wir es an. Wir wollen Jena maximales mitnehmen. Und dann kommt ja schon am Sonntag Fortuna Köln, die dann ausgeruht kommen. Also es wird eine harte Woche für uns, aber mit diesem Erfolgserlebnis im Rücken hoffe ich, dass wir gut regenerieren und direkt wieder wach sind am Dienstag in Jena. Um dort vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünsche ich schon unseren Gästen eine gute und sichere Heimreise. Viel Erfolg in den letzten Saisonwochen. Und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Danke sehr.